Hallo Leute, wir spielen heute Neo Scavenger, ein Spiel, das vor ein paar Wochen in seiner vollständigen Release-Version von 1.0 erschienen ist, nachdem es ein paar Monate im Beta-Stadion und in Early Access verbracht hat. Es ist ein Survival-Spiel mit Permadeath, eindeutig ein Roguelike, was bedeutet, ich kann nicht garantieren, dass wir in unserem ersten Playthrough wahnsinnig weit kommen werden. Aber ich versuche euch möglichst viel von dem Spiel zu zeigen. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingespielt im Großen und Ganzen, habe es noch nicht durch. Es gibt eine Main Story, der man folgen kann, die das Spiel dann auch tatsächlich zu einem mehr oder weniger Ende bringt. Soweit war ich noch nicht, aber wir werden mal schauen, dass wir überhaupt ein paar Tage überleben. Und bevor wir uns ins Spiel stürzen, müssen wir unseren Charakter zusammenbauen. Und die Frage ist, worauf werden wir uns konzentrieren? Ich glaube, wir wollen was relativ Simples. Wir wollen sowas wie Tough. Tough und Melee. Wir wollen auf jeden Fall Trapping. Trapping ist vermutlich ein wichtigster Skill im ganzen Spiel. Und dann entweder noch Mechanic oder Hacking und Electrician oder Lockpicking. Also Tough und Melee sind quasi unsere Survival, unsere Kampfskills. Trapping ist ein absolut wichtiger Survival Skill. Das heißt, ich hätte jetzt noch gern was, was uns ein bisschen abseits von Kämpfen und Überleben weiterhilft. Ich glaube, ich nehme mal Mechanic. Ja, wir könnten ein paar negative Eigenschaften nehmen, die uns dann wiederum mehr Punkte zur Verfügung stellen, aber es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt hier wirklich vermisse. Ich meine, Medic ist eine ziemlich gute Möglichkeit, aber es ist nicht wert dafür irgendwas. Melee Effectiveness ist lessened. Er wundert mich, dass ich Feeble nehmen kann, wenn ich Melee und Tough gewählt habe. Kann sein, dass Feeble das Gegenteil von Strong ist. Wahrscheinlich. Ja, aber ich finde, es sollte auch ein bisschen mit Tough und Melee übereinstimmen. Aber egal, wir haben 15 Punkte ausgegeben. Das werden wir mal machen. Okay, you wake up disoriented, slumped over the base of an empty cryo sleep. Genau, wir waren also in Cryo Sleep, wir waren eingefroren für einige Zeit. Wir sind der Port Nummer 05, wie ihr hier seht. In ein paar anderen Ports sind noch Leute, aber ich glaube nicht, dass man die im Laufe des Spiels irgendwie aufwecken oder befreien kann. Just as you gather your wits, an unearthly scream erupts from down the hall. Genau, something is coming fast. Und das ist eine sehr, sehr geile Situation. Wenn ihr in irgendwelchen Encountern seid, dann spielt sich das Spiel fast ein bisschen wie ein Adventure. Und ihr habt hier eure Möglichkeiten. Je nachdem, was für Items ihr bei euch habt, was für Skills ihr habt, könnt ihr unterschiedlich auf diesen Encounter reagieren. Wir können hier einfach aus dem Fenster springen. Wir können mit unseren Mechanic Skills die Tür versperren oder wir können uns darauf vorbereiten, es zu bekämpfen mit Melee. Das ist zwar die riskantere Sache, aber es ist für den Start ziemlich gut. Wie gesagt, es ist ein Roguelike, das heißt, hin und wieder ist es einfach, ihr müsst Sachen ausprobieren. Es gibt Sachen, die könnt ihr nicht erraten, ihr müsst einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und das ist eine eher gefährlichere Option, aber eine, die uns am Anfang extrem viel weiterhelfen wird. Wir werden uns also darauf vorbereiten, es zu bekämpfen. Genau, es ist nämlich ein Dogman. Kein Werwolf, aber sowas in die Richtung. The beast stands on its hind leg like a man, but has the appearance of a ragged predatory dog. Also ich glaube, es ist eher ein Genunfall vielleicht, beziehungsweise auch eher ein Verstrahlungsunfall eines Hundes. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich mächtiger Gegner für den Anfang des Spiels. Aber in diesem Fall, weil es Teil eines Encounters ist und wir Melee sind, können wir es killen, wir nehmen zwei Wunden. Lower stomach is scratched, upper stomach is battered. Okay, also eine Hiebwunde und einen offenen Kratzer, der vermutlich bluten wird. Wir sehen hier sofort geht unsere Health hinunter und unser neuer Status ist jetzt, dass wir Schmerzen haben. Was nicht perfekt ist, aber es geht.
You should probably finish up here. Ja. Gut. Wir werden gleich sehen, was uns das gebracht hat. Jetzt können wir mal durchs Fenster rausklettern oder uns die Konsole anschauen. In der Konsole sehen wir, wir sind Tank Nummer 5, Philip Kindred. Das sind wir. Und irgendjemand hat für unseren Aufenthalt in der Detroit Savings Bank gezahlt. Gut. Dann steigen wir hier mal raus. You decide to go outside. Okay. Report of a gun catches your attention. Irgendwo wurde geschossen, aber scheinbar nicht in unserer Nähe. Und um uns herum ist mal Guanex. You're in the parking lot of Geig's Cryo Facility. Ja. Wir erinnern uns an gar nichts. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, was mit der Erde passiert ist, wieso wir in dieser Stase waren. Aber hier fangen wir das Spiel an. Und ich glaube, dieser Anfangsbereich sieht immer gleich aus. Cryo Facility und daneben ein Abandoned House mit Trailers oder zumindest irgendwas, was sich looten lässt und ansonsten meistens nur ein paar Wald- oder Graslandteile. Okay, bevor wir irgendwas anderes machen und bevor wir uns all das hier anschauen, schauen wir mal, was uns das gebracht hat, den Dogman zu erledigen. Hier haben wir unseren Item-Screen. Er zeigt uns an, was hier auf dem Boden rumliegt. Und da wir hier schon auf der Map sehen, diese Kisten, ja, jedes Kistensymbol bedeutet, hier liegen Items. Wenn es Gold umrahmt ist, sind es neue Sachen, die wir so nicht angeschaut haben. Jetzt, da wir schon einmal einen Blick drauf geworfen haben, ist diese Kiste hier nicht mehr Gold umrahmt. Aber was wir hier sehen, ist ein Dogman-Corpse und jede Menge Shards von dem zerbrochenen Glas. Wenn wir jetzt also hier runter gehen, in Crafting Screen, und dann nehmen wir den Dogman-Corpse und wir nehmen unseren Trapping-Skill und wir nehmen diese Shards, dann können wir den Corpse als Ganzes ausnehmen. Die Frage ist, wollen wir das jetzt schon machen? Ich weiß nicht, ob uns das ganze Fleisch nicht damit durch die Lappen geht. Ja, wir brauchen es. Wir sehen hier die Outdoor Temperature. You are getting colder. Und dagegen werden wir was machen. Jetzt werden wir es nämlich clearen. Das heißt, ab sofort liegt all dieses Zeug auf dem Boden rum. Und wir haben einen Dogman Fur Coat. Ihr seht, der ist $225 wert. Hat volle Condition von 100%. Und der wird uns warm halten. Automatisch geht unsere Outdoor Temperature hoch. Außerdem liegt hier noch jede Menge rohes Fleisch. Das wird vermutlich bald spoilen. Wir müssen schon ziemliches Glück haben, wenn wir es schaffen, das noch rechtzeitig zu kochen, bevor es vergeht. Wir können es auch roh essen und das ist nicht das Schlechteste auf der Welt. Aber in größeren Mengen kann das zu Infektionen und Ähnlichem führen. Okay, also hier links haben wir mal unseren ganzen Status. Unseren Hunger, unseren Durst. Wie müde wir sind, wie es uns zurzeit geht vom Zeug, das wir tragen. Wir tragen zurzeit nichts außer diesen Furcoat. Wir sollten übrigens ein paar Splitter in die Hand nehmen, einfach nur damit wir es mit haben. Wir haben hier außerdem diesen Talisman. Den könnten wir ablegen und dann würde was ziemlich Cooles passieren. Aber das zeige ich euch, glaube ich, am Ende des ersten Runs. Player is comfortable, okay, also das hat zu tun mit der Umgebung und ich glaube auch teilweise seiner Psyche, ich bin mir ein, das ist seine Psyche. Dann die Outdoor Temperature, wir sind im Moment gewärmt von unserem Fellmantel und wir sind leicht in Pain. Wir haben hier ein Minor Bruising und hier einen Minor Cut, der auch blutet. Können wir vielleicht ein bisschen Fleisch auflegen? Fleisch? Fleisch zum Kühlen? Nein, kein Fleisch zum Kühlen, okay. Ja, wir müssen irgendeine Art von Bandagen finden. Jetzt im Moment werden wir auf jeden Fall mal langsam, aber sicher verbluten, wenn wir nichts tun. Das heißt, wir sollten scavengen. Jede dieser Lupensymbole zeigt uns, dass wir scavengen können. Und hier rechts haben wir eine Auswahl von Sachen, die wir machen können. Und wenn wir hier schauen, wir haben 4 Moves. Das heißt, ja, Base Moves. Wir haben 5 Base Moves, aber wir sind barfuß unterwegs. Das heißt, wir können uns weniger bewegen als eigentlich möglich. Dazu werden wir hier mal scavengen. Und der einzige Ort, den wir hier scavengen können, ist die Geig's Cryo Facility. So. Facility seems to be tucked down away in the wilderness. Okay. Wir sehen hier, es soll ziemlich viel Loot geben, es soll sehr, sehr sicher sein und wir können uns relativ sicher dort bewegen. Wir haben nicht Strong gewählt, oder? Hätten wir Strong gewählt, könnten wir immer quasi unsauber oder gewalttätig scavengen, auch wenn sich's blöd anhört, was den Loot erhöht, aber die Safety extrem droppt. Das heißt, die Leute werden leichter auf uns aufmerksam, weil wir einfach alles aufreißen, alles umwerfen, was uns im Weg steht, jegliche Türen einreißen,
die wir einreißen können. Dadurch bekommen wir eben manchmal auch mehr raus, aber wir haben auch die Chance, uns zu verletzen beim Scavengen, und die wird extrem viel höher, wenn wir das auf diese Strong-Variante machen. Aber wir haben Strong nicht, wir haben nur Tough. Und Tough gibt uns nur einen Headbutt im Kampf, der auch sehr, sehr nützlich ist. Okay, und was wir hier gefunden haben, ist dieses Symbol, das steht quasi für die Cryo Facility. Das heißt, wir usen das und steigen in die Facility. So, wir können nochmal die Console searchen, das haben wir schon gemacht. Wir können sie verlassen oder wir gehen die Halle hinunter. So, Exam Room 17, genau, das ist mal für den Anfang unser bestes Lager. Exam Room 17 has been added to this Hex's Campsites. Wenn wir hier auf die Camps gehen, und das machen wir gleich nachher, dann können wir schauen, wo wir auf diesem Feld schlafen und rasten und uns heilen können. So, und hier gibt es drei Sachen. Wir können entweder einfach wieder rausgehen oder wir können uns um das Electrical Panel oder das HVAC System, das Heizsystem kümmern. Und ich weiß nicht, was wir genommen haben. Wir haben aber entweder Electric oder Mechanic genommen. Schauen wir jetzt mal das Electrical Panel an. Circuit pretty fried. It takes some with. Okay, wir haben nicht Electrician genommen, weil sonst hätten wir Electrician am Anfang gewählt, würde uns hier sagen, wie wir das reparieren können, um Licht zu bekommen. Okay, das heißt, wir schauen uns das HVAC System an. Things still operational. Okay, the air is cool now. Wir könnten dafür sorgen, dass wir die Luft hier drin erwärmen. Okay, wir brauchen eine Tarp, also eine Plane, some small parts and something to crimp the fasteners. Okay, also irgendwelche Art von Werkzeug. This looks doable. Okay, diese Information bekommen wir nur, weil wir ein Mechanic sind. Gut, können wir im Moment nicht machen, also verlassen wir Room 17 und verlassen die Cryo Facility und sind zurück auf der Map. Und wenn wir uns hier jetzt anschauen, den Camp Screen, dann sehen wir hier Available Campsites, Exam Room 17. Das wäre, wenn wir draußen, wir können auf jedem Feld rasten. Any old spot on the ground. Nur wir sehen, der Schlaf ist nicht super. Wir können von allen Seiten angegriffen werden, Alertness ist genau nichts. Und wir haben halt keinen Schutz vor Wetter oder sonst irgendwas. Exam Room 17 hingegen ist ziemlich gut, was Shelter und Sleep angeht. Alertness, es ist noch immer schwer für uns mitzukriegen, wenn etwas in der Gegend passiert. Das heißt, rechtzeitig aufzuwachen ist extrem schwer, weil, naja, wir sind unter der Erde und kriegen nicht viel mit, was passiert. Aber dafür ist der Schlaf sehr, sehr erholsam und es ist auch ein ziemlich gutes Shelter vor Wind und Wetter. Das würde auch noch besser werden, wenn wir dann das HVAC reparieren. Okay, hier haben wir Vehicles, aber wir haben noch keine Vehicles. Wir sehen jetzt auch, wir haben ein kleines Camp-Symbol. Und das bedeutet, wir sollten mit unseren restlichen Moves einfach mal hier rüber schauen. As you approach the town, there is no sign of activity. Ja, das kriegen wir immer das erste Mal, wenn wir ein anderes Hex betreten, das mit einer Stadt oder ähnlichem zu tun hat. Strange looking creatures circle in the sky. The world has drastically changed. Ja, was auch immer passiert ist, es war nicht gut für die Erde. Und wir schauen uns hier mal in den Ruinen um. Was liegt hier überhaupt mal am Boden? Rags. Okay. Ein Shopping Bag. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da können wir mal alles reinpacken. Das Problem ist, der Shopping Bag hat nur eine Condition von 18%. Das heißt, der wird uns relativ bald einreißen. Aber für den Moment ist er ganz gut. Diese Rags könnten wir uns auflegen auf unsere Wunden. Und ich bin am Überlegen, das zu tun. Sie sind schmutzig. Das heißt, die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir uns damit infizieren. Aber wir haben Tough als Eigenschaft gewählt. Das heißt, wir haben ein ziemlich starkes Immunsystem. Ich glaube also, dass es besser ist, das Risiko einzugehen, unser Immunsystem zu belasten, als weiter zu verbluten. Aber schauen wir uns mal an, was wir hier noch finden. Locked Storage Shed habe ich. Stop Scavenging. Ich muss anfangen, mir zu merken, was wir gewählt haben als Skills. Okay, wir haben Mechanic. Ja, wir haben nicht Lockpicking gewählt. Okay. Derp. Na gut. Das heißt, Locked Storage Shed, wir können es machen, aber es sollte uns sofort sagen, can you get past the lock? Nope. Insofern, ja, das bleibt hier mal über. Gut. Abandoned Mobile Home.
Oh, cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay, wir scavengen einen Wohnwagen und da wir ein Mechanic sind, können wir hier die Safety auf Maximum erhöhen, weil wir uns mit Wohnwegen auskennen. Okay, wir haben einiges gefunden. Scavengen wir den anderen Wohnwagen auch gleich noch. Wiederum mit Mechanic. Oh, aber das droppt den Loot. Okay, interessant. Na, dann machen wir es mal nicht. No useful items found. Okay. Was liegt hier rum? Ein Scope. Zwei Schuhe. Das ist ziemlich mächtig für einen Anfang. Pebbles, die braucht niemand. Cargo Pants, das ist gut, weil die haben Hosentaschen. Hier unten haben wir einen kleinen Spot, in den wir Sachen reinpacken können. So, das geht sich nirgendwo aus, aber es ist relativ viel wert. Es ist ein Fernrohr, das heißt, wir sollten es vermutlich in der Hand tragen. Magnifying Optics Equipped, das heißt, wir haben es jetzt leichter, versteckte Sachen zu sehen, beziehungsweise sehen teilweise, glaube ich, auch ein Feld weiter. Und dann werden wir einfach mal diese Boots anziehen. So, das ist ein rechter, das ist ein linker. So, perfekt. Der rechte ist wesentlich besser beieinander als der linke. Das heißt, der linke wird auch relativ bald in den Arsch gehen, aber soll sein. Wir haben hier noch eine leere Flasche, was auch nicht so schlecht ist. Noch ein paar Shards. Pebbles brauchen wir dabei mal nicht. Aber das ist alles in allem schon mal ziemlich gut. Ich bin auch immer am Überlegen, mir eine Dirty Rag aufzulegen. Ich glaube, ich mach's auch. Ja, besser als nix. Wie gesagt, wir können hoffen, dass unser Immunsystem mit dem Dreck zurechtkommt. Okay, und dann müssen wir unseren Zug beenden, weil wir keine Moves mehr über haben. Und jetzt bekommen wir tatsächlich 5 Moves, weil wir nicht mehr barfuß unterwegs sind. Gut. Also dann schauen wir uns hier mal um. Es ist noch nicht Tag, deswegen sehen wir hier noch so wenig. Aber wenn wir auf einen Hill hinaufsteigen, sehen wir schon mal wesentlich mehr. Zum Beispiel hier drüben. Buildings. Okay. Was liegt hier mal generell rum? Ein Faden. Gut, wieso nicht? Shopping Bag. Ich weiß nicht genau, mit wie schnell die Condition abbaut, aber relativ schnell. Das heißt, wir wollen möglichst bald was finden. Wir schauen uns unsere Hosen aus. Die Hosen sind eigentlich gut. Okay, außerdem Kleidung, glaube ich, nimmt generell weniger Condition Schaden, außer ihr seid in Kämpfen oder sonstigem. So, was gibt's hier? Einen Office Tower. Ja, solange die Safety relativ hoch ist und der Loot relativ gering, glaube ich, sollten wir das Mechanic-Ding nicht machen. No useful items were found here. Gut, dann scavengen wir gleich den Rest fertig. Okay. Also schon mal ziemlich gut. Damn, ich werde angerufen. Okay, ich werde kurz unterbrechen müssen. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Leute.